Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Final Fantasy 15 Camerades, beziehungsweise die Gefährten. Und ja, die Monika streckt uns ihren Hintern entgegen in ihrem Du Lederoutfit. legst dich ja richtig ins Zeug. Ja, tue ich immer. Und wir werden wieder einen Jagdauftrag annehmen, damit wir ein bisschen Kohle und KW ranschaffen. Da wir noch nicht viel Auswahl haben, machen wir die hier, Stufe 4. Die Viecher waren eigentlich ganz okay. Und man bekommt viel Kohle und viel Zeug. Was denn eigentlich Benutzer definiert? Achso, gründe ein eigenes Lager, bla bla. Nö, wir machen einen Alles Schnellstart. klar. Das Spiel soll mir einfach jetzt selber wieder Leute zusammensuchen und dann geht das auch relativ fix alles los. Also, viel Glück. Das ging schnell. Okay. Ja. Okay, mit wem ist man denn zusammen im Team? Hä? Stufe Fragezeichen, 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 Fragezeichen? What the fuck? Wer ist denn das? Oder ist das ein Fehler? Sind wir vielleicht nur zu dritt? Kann natürlich sein. Ah ne, eine KI. Ah. Die haben uns eine KI mit reingesetzt. Okay. Weizen gefunden. Jetzt waren wir nur zu dritt. Okay. Let's go. Okay. Her. Der ist kalt. Noch einer. Okay, ich höre noch irgendein anderes Mikrofon. Ah, das ist ein Endgegner. Komm her, du Mistvieh. Den habe ich kalt gemacht, sehr geil. Aber da ist noch was. Da war beim letzten Mal auch noch was. Was haben wir hier? Monsterknochen. Nimm mal die Monsterknochen mit. Ja, hier lang.
Okay. Endgegner erschienen. Machen wir das Kleinvieh kaputt und jetzt das Großvieh. Oh shit. Alter. Kann das Mistvieh. Stirbt doch eigentlich. Verdammt. Verdammt. Scheiße. Okay, lief doch gut. Okay, sehr nice. Gut. Thank you too. Da war eine sehr geile Runde. Mal gucken, was die Monika so schönes macht. Fertig. Goldflossensuppe. Ja, das war mal eine sehr geile Runde. Ich koche gerne. Wenn es dir geschmeckt hat, komm jederzeit wieder. Yeah, Level 3. So. Ja, das war doch für den Start schon mal keine schlechte Runde. Wir haben noch ganz kurz mit jemand anders kommuniziert, deswegen wollte ich nicht zu viel Deutsch quatschen. Naja, im Allgemeinen wollte ich nicht zu viel quatschen. Irritiert nur ungemein. Ich dachte eigentlich, hätte halt meine Kommunikation ausgeschaltet, aber das ist wohl nicht ganz der Fall gewesen. Aber das ist okay, es lief super, wir haben eigentlich ziemlich gut agiert zusammen. Es war ja auch ein KI-Typi dabei, keine Ahnung, wer das war. Wahrscheinlich stand er im Weg rum. Aber die anderen beiden waren auf jeden Fall top. So, jetzt warten wir wieder, bis der Ladebildschirm fertig ist. Dürfte jetzt nicht ganz so lange dauern. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges an Punkten gesammelt. Gehen wir einfach mal jetzt mal so bei den Typen hier hin. Ich habe noch nicht genug gefunden. Gedingst, kirschend. Ich gucke jetzt mal noch nach, wie viel KW ich denn jetzt eigentlich habe. Vielen lieben Dank. 4310. Könnten jetzt schon mal den hier machen, dann ist hier ein neuer Jagdauftrag zur Verfügung. Gut, dann machen wir das. Wir investieren. Okay. Meld dich bei Monika. Neuer Auftrag, sehr cool. Und wieder zwei neue Abzweigungen. Waffenschemata, okay. Escorte.
wird es hier geben. Einen neuen Jagdauftrag. Okay. Es lohnt sich auf jeden Fall, so die Gebiete wieder mit Strom zu versorgen. Kommen immer wieder neue Aufträge und umso einfacher und besser wird das am Ende. Gut, dann liebe Monika, Uns auch weiterhin auf deine Hilfe. Gut. Also, bis dann. Ich muss jetzt mal kurz in die Einstellung gucken. Benutzeroberfläche. Audio. Sprachchat, Mikrofon. Sprachchat, Tonausgabe. Gut, wir probieren das mal. Ich hoffe, das klappt so und nimmt mir nicht einfach alles weg an Lautstärke. Deswegen werde ich es mal kurz testen. Kleine Sekunde. Da war die Verbindung abgeschmiert. Gerade wo ich gelobt habe, dass alles so schön funktioniert, gerade wieder. Es ist abgeschmiert und alles hat sich aufgehangen und natürlich gelöscht. Ach, dementsprechend machen wir jetzt eine neue Mission. Aber bevor wir uns das jetzt nochmal antun, dass alles abschmiert, machen wir jetzt mal ein Solo-Spielen mit der KI. Alles klar. Dann sehen wir direkt auch, wie das dann aussieht. Wahrscheinlich auch nicht viel anders, bloß dass man halt KI-Kollegen dabei hat. Ja, ergibt's denn, oder? Ach cool, bist schon Stufe 3. So. Hat man nicht allzu viel MP. LP geht einigermaßen, aber MP sind echt scheiße. Das sind die Magiepunkte. Hab 6% elementaren Schaden. Nicht aufhängen. Was habe ich hier hinten noch? Die Verbindung ist gerade echt scheiße. Okay. Seid ihr bereit, um die Feinde niederzumähen? Leute? Ja, oh nein, vielleicht. Ich guck mal kurz, ob ich denn noch was machen kann. Ist hier irgendwie ein Secret? Nö, nicht viel. Na gut, dann rechnen wir halt auf. So. Oh. Ich würde mich jetzt gerne fragen, sind das denn jetzt echte Menschen wieder? Nee, KI. Nee, da steht KI dahinter. Ja, nee, schade. Ich dachte jetzt schon. Sag mal so, mit echten Menschen zu spielen, ist halt besonders geil, wenn man sich untereinander kennt. Das muss man einfach so sagen, wie es ist. Als Fremde ist es halt immer noch was anderes. Ja. Okay, das lief schon mal ganz gut. Oh! What the fuck? Ja, die sind dann schon eine Hausnummer größer.
Komm, fuck, 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 fuck. Das bringt nichts. Kümmern wir uns erstmal gemeinsam um den hier. Von hinten angreifen ist eigentlich immer die beste Wahl. Geringste Verteidigung und so. Oh shit, da ist jemand am Boden. Okay, alle wieder da. Fuck. Werde ich nicht so sehr. Komm, hatte ich gleich kalt. Okay. Man kann es sein, dass es hier gar nichts zu essen gibt? Oder habe ich mir einfach nur alles verpasst, weil meine NPC-Kollegen nicht das Beste geschnappt haben? Komm schon, stirb du Mistvieh. Okay, der ist down. Der ist mehr als nur down. Ba, 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 da. Ja, das lief doch eigentlich ganz gut. Mir fehlt halt nur... Oh, Entschuldigung, es ist schon spät. Mir fehlt einfach nur das Open Worlds Ticket. Ihr wisst, was ich meine. Das fehlt einfach noch. Das ist eigentlich schade. War halt ein bisschen anders versprochen. Aber... Unser Kenny hat sich Sorgen um euch gemacht. Wer bist du? Wo ist Monika? In Ordnung. Okay. Ach, weil das ein anderes Gebiet ist. Ah, verstehe. Auch nicht schlecht. Der Konkurrenz einen Schritt voraus wahrscheinlich. Er hat gerade eine Trophäe bekommen. Ja, aber ist eigentlich ganz cool. Yeah! Unser Kenny wird hier auf euch warten. Yeah, sehr geil. Boah, ja, jetzt läuft's auf jeden Fall. Robustes Lederhammer. Tutti-Kralle, okay. 5390 KW. Also ich finde, man kann es auch ohne Probleme solo spielen. Die NPCs, die sterben wahrscheinlich ein bisschen eher als echte Menschen, sage ich mal, in dem Moment, beim dieser Spielen, weil sie immer irgendwie in die Front reinrennen. Aber das ist vollkommen okay. Man kann die eigentlich relativ fix wieder heilen und wiederbeleben, solange man nicht selber trapiert. So. Ich würde sagen, wir gucken uns noch ein paar Minütchen um und dann mache ich auch schon fast Schluss. Wie gesagt, ihr habt es wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil das Material abgeschmiert ist und es war halt gerade nicht so. Ich wollte eigentlich gerade wieder neu aufnehmen,
Und dann ist die PlayStation abgeschmiert. Und zeitgleich ist aber auch mein Handy abgeschmiert, weil das irgendwie eine ziemliche Macke hat, das Teil. Und den ganzen Zeit 100% Akku anzeigt, obwohl es wahrscheinlich kurz vorm Sterben ist. Und deswegen habe ich die Zeit nicht im Blick. Und das ist eigentlich... Hat immer noch nichts für mich. Aber das ist eigentlich relativ egal. Wie gesagt, wir... Die Menschenklammer. Gucken uns noch mal um. Und dann war es das. Weißt, wenn einen alleine draußen zu gefährlich ist, fahren die Melazidenjäger dich zu den Stützpunkten. Du kannst den Liegerwagen noch nicht benutzen. Okay, toll. Die Frage wäre eigentlich vielmehr, wann kann ich den denn endlich benutzen? Gut, wir gehen jetzt nochmal zu unseren Fotoexperten. Mal kurz, was der an neuen Fotos hat. Komm schon. Yalla, yalla. Mach. Alter. Ja, Online-Spiele. Du kannst dir die Fotos von dir hier ansehen. Man sieht mich nicht wirklich. Das ist ziemlich cool. Das nehme ich auf. Ja, dieses Foto speichern. Das ist nichts. Ich glaube nicht, dass ich das bin, oder? Unscharf. Ein Stück Arsch. Nicht so viele gute Fotos Wenn dabei. Wenn dir ein Foto gefällt, dann hebe ich es für dich auf. Okay. Wenn du Waffen brauchst, bist du hier. Hast du mittlerweile was Neues für mich? Nö, auch nicht wirklich. Ah, schade. Man sieht sich. Vielleicht werde ich mir später noch Schuriken kaufen oder sowas. Kann ja nicht schaden. Was darf's heute sein? Ich gucke noch mal kurz rein. Mir eigentlich mal langsam so ein Königskleven-Outfit kaufen, aber nur langsam. Na, das heben wir uns noch für später auf. Waschen müsste ich mich auch wieder mal. Sehe aus wie ein Schwein. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt mal Ende hier. Wie gesagt, der nächste Part, der wird dann halt definitiv nicht online stattfinden, sondern solo. Mit NPCs wie gerade eben. Aber ich denke mal, das tut dem Ganzen auch jetzt keinen Beinabbruch. Wie gesagt, ich würde mich echt gern freuen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal ein bisschen in die Kommentare reinhämmert, wie ihr das Spiel findet, was ihr von den Online-Modus haltet, ob ihr da gerne mehr von sehen wollt, naja, ja, im Endeffekt. Schreib's einfach mal rein, bitte. Würde mir echt einen Gefallen tun. Dann natürlich bleibt immer zu sagen, abonnieren nicht vergessen, liken nicht vergessen und teilen nicht vergessen. Würde mich auch wahnsinnig, wahnsinnig freuen. Jetzt gleich auf dem Bildschirm wird so ein wunderschönes Logo sein von Wack in Gaming. Das ist unser Gaming-Kanal, wo ihr gerade irgendwie draufgekommen seid. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Und es würde mich noch viel mehr freuen, wenn ihr da bleibt. Deswegen klickt doch einmal auf dieses Symbol und abonniert uns. Und sagt es euren Freunden, sagt es eurer Familie, sagt es euren Arbeitskollegen. Viking Gaming, der geilste Kanal ever. Glaubt mir, da wird noch einiges kommen. Bis dahin sage ich aber an dieser Stelle Arrivederci und bis bald. War mega geil, dass ihr dabei wart. Ich stehe jetzt pennen. Tschüss, haut rein.